Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Veranstaltung Thema Wasserstoff. Ich begrüße auch Herr Energieminister Claude Turmes und Herr Oliver Puvalla. Herr Puvalla ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BUND, das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, und arbeitet da an energierelevanten Themen, insbesondere Wasserstoff. Vielleicht noch vorab eine kleine Bemerkung zur Übersetzung. Toutes les personnes désirant une traduction vers le français, je vous prie de bien cliquer en bas à l'onglet, sur l'onglet Interprétation, et puis de choisir le français. La traduction orale directe est assurée par l'ASTI. So, dann noch eine ganz kleine technische Klammer, und dann haben wir auch die Formalitäten bereits hinter uns. Ich würde Sie bitten, während der Veranstaltung das Mikrofon zu muten. Diese Veranstaltung wird zudem auch aufgenommen. Das Video wird späterhin bei uns zur Verfügung sein, auf unserer Internetseite unter meco.lu oder aber auch auf unserem YouTube-Kanal. Voilà, ich habe Sie gefragt, das Mikrofon zu muten. Sie können aber späterhin nach meinen Vorträgen selbstverständlich sich zu Wort melden oder auch währenddem über den Chat etwas reinschicken. Genau, dann würde ich Ihnen noch vorschlagen, für eine bessere Speaker-Experience würde ich Sie vorschlagen, die Sprecheransicht auszuwählen, aber das ist Ihnen selbstverständlich überlassen. Wir begrüßen es auch immer, wenn Sie die Kameras anhaben, aber auch hier ist es ganz, wie Sie das möchten. Ja, wie gesagt, ist jetzt bereits die zweite Veranstaltung in kürzester Zeit zum Thema Energie. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung zur Stromversorgung Luxemburg. Heute geht es um Wasserstoff. Beide Veranstaltungen sind auf Initiative unserer Arbeitsgruppe Energie zustande gekommen. Das freut mich natürlich sehr. Heute, ja, wie gesagt, geht es um Wasserstoff. Das Thema ist in aller Munde. Es wird oft als zukunftsfähige Lösung gehandelt für eine Dekarbonisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft, das heißt auch Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Es gibt jetzt schon eine europäische Wasserstoffstrategie, es gibt eine europäische Wasserstoffallianz, und auch in Luxemburg tut sich was. Das werden wir jedoch erst später zurückkommen. Zum Verlauf vom Abend noch ein paar Worte. Zuerst wird Herr Puvalla anfangen. Er wird in seinem Vortrag auf die grundsätzlichen Fragen zum Thema Wasserstoff eingehen. Das heißt, welche Arten von Wasserstoff gibt es? Wo macht die Nutzung Wasserstoffs Sinn? Wo macht sie keinen Sinn? Und genau, das Ganze halt aus einer nachhaltiger Sicht. Anschließend wird Herr Claude Turmes dann den luxemburgischen Stand der Dinge präsentieren und uns hoffentlich auch schon ein paar Elemente verraten, was von Regierungsseite geplant ist. Bloß vorab noch eine kleine Bemerkung. Ich werde mir erlauben, während den Vorträgen mich manchmal einzumischen zu Verständnisfragen oder wenn eine Erläuterung vielleicht vonnöten ist. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. In diesem Sinne ist es ein bisschen so eine geplante Unhöflichkeit, sagen wir dann. Aber das war's jetzt von mir. Ich gebe Ihnen das Wort, Herr Puvalla, und ich wünsche allen einen schönen und interessanten Abend. So, dann teile ich mal mein Bildschirm und hoffe, das funktioniert. Ja, alle sehen mein Bildschirm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe deswegen zugesagt, weil wir als BUND auf jeden Fall denken, wenn der Wasserstoff eine Zukunft hat, dann muss er diese europäisch und dann muss er europäisch gedacht werden. Deswegen fand ich den Austausch zwischen Deutschland und Luxemburg sehr interessant und freue mich auch, dass hier so viele Leute teilnehmen, denn ich finde auch Online-Konferenzen leben doch irgendwie von der Atmosphäre. Da gibt es ja unterschiedliche. Ich habe den Eindruck, das wird halt eine ganz angenehme. Genau, also Leitlinien einer grünen Wasserstoffstrategie. Wir als BUND haben uns da ein paar Gedanken gemacht zu den Leitlinien, die da unbedingt verfolgt werden müssen, die, glaube ich, für jedes Land gleichermaßen gelten sollten.
Einerseits auf der Seite der Erzeugung, also das Tempo des Wasserstoffausbaus oder des Power-to-X-Ausbaus muss zum Ausbau erneuerbarer Energien passen. Und Elektrolyseure müssen immer positive Wechselwirkungen mit Strom, dem Stromsystem haben, wenn sie laufen. Vielleicht schon eine kleine Frage. Okay. Power to X vielleicht erklären. Es ist sicherlich eine Herausforderung für dich, ein bisschen das Spagat zu machen zwischen Menschen, die sich schon mit dem Thema auskennen, und auch wir haben sehr viele Interessierte dabei, die sich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema vielleicht beschäftigt haben. Deshalb Ja. eine. Ja, Power-to-X ist so ein bisschen das große Schlagwort, weil es geht ja eben nicht nur um Wasserstoff, sondern es geht auch um Kohlenwasserstoffe. Und daraus kann man ja sehr viele Folgeprodukte machen. Das geht dann über sozusagen synthetische Kraftstoffe, chemische Anwendungen, bis hin dann letztlich sogar zu Kosmetik. Und deswegen ist dieses X sehr breit zu verstehen. Also es gibt da sehr, sehr viele Synthetisierungsschritte, die zu ganz, ganz unterschiedlichen Anwendungen führen. Gemeinsam haben sie im Grunde genommen, dass eigentlich Strom am Anfang stehen soll. Deswegen Power in dem Sinne. Oder halt auch Energie, ne, wenn man es weiterfasst. Genau, ich hoffe, dass das trägt zu Verständnis bei. Das kann ich später vielleicht auch nochmal erklären. Genau, denn man muss sich nicht nur die Erzeugungsseite angucken, sondern auch die Nachfrageseite. Und da ist es aus unserer Sicht grundsätzlich so, bevor man jetzt überlegt, Wasserstoff überall einzuführen oder Power-to-X, muss man weiterhin an Effizienz und Suffizienz denken. Und wir sagen, Wasserstoff und Power-to-X sollten nicht so früh wie möglich, sondern immer so nachhaltig wie möglich eingeführt werden. Und zwar von Beginn an, nicht erst später. Dabei ist nämlich ganz wichtig, dass man natürlich bestimmte Fahrtabhängigkeiten schon jetzt konstruiert. Also auch wenn Wasserstoff jetzt noch keine große Rolle spielt, kann man sagen, werden jetzt schon die Grundlagen gelegt für die Wasserstoffwirtschaft, die wir später mal beobachten werden. Dabei ist ganz wichtig natürlich zu sehen, dass die Nachfrage im Inland immer die ökologische Produktion im Ausland mitbestimmen wird. Dass es ganz wichtig ist, dass wir gute Standards setzen und dass wir von Anfang an auf ein Lockout fossiler Energieerzeugungsquellen setzen, aber natürlich auch auf atomare Erzeugungsquellen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Dazu sage ich gleich nochmal was. Zwei kurze Fragen. Ja. Du sagst es eben Lockout. Damit meinst du Ausstieg? Oder wie verstehe ich das? Ja, also Ausschluss, ne? Also im Unterschied zu Lock-in, wo man sagt, ja, wir können ja erstmal eine Weile Erdgas nutzen. Irgendwann im Grunde genommen werden wir das wieder los, sondern wir sagen, nee, wir müssen radikaler sagen, keinen fossilen, keinen atomaren Wasserstoff. Also grundsätzlich von Anfang an nicht. Vielleicht noch bloß den Begriff Elektrolyse erklären, weil ich weiß nicht, ob das jetzt jedem ein Begriff ist. Ja, genau, das ist sozusagen, wenn man jetzt auch über erneuerbaren Strom redet, so die Grundkategorie, dass man eben durch Stromanwendung Wasser spaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Genau, und dann hat man quasi sozusagen den Wasserstoff und den kann man dann natürlich auch über die Brennstoffzelle wieder rückverstromen. Das ist die Überlegung. Ich will euch trotzdem vorschlagen, dass ich erstmal ein bisschen weitermache, weil sonst, ich habe ja noch ein paar Folien, dass wir das vielleicht einfach im Nachhinein nochmal alles genau aufarbeiten. Und ich kann ja auch nochmal zu den Folien zurückgehen, wenn das gewünscht ist. Vielleicht einfach notieren, was für dich war. Genau, Erzeugung. Also was sind die Quellen, die denkbar sind? Wir haben uns so ein bisschen ein Schema gemacht. Also was ist für uns der grüne Wasserstoff? Der wird eben grundsätzlich durch Elektrolyseverfahren gewonnen. Die bestenfalls durch zusätzliche und ausgewiesene oder überschüssige erneuerbare Energien angetrieben werden. Und dann kommt man aus unserer Sicht zu einem gewissen Schema der Anwendung. Also man sollte erstmal versuchen, Überschussstrom zu nutzen, der jetzt abgeregelt wird. Dann sollte man versuchen, Direktlieferungen zu fördern. Also da, wo sich Unternehmen zum Beispiel Gedanken machen, für ihre Produktion extra erneuerbare Energien zu bauen, das sollte man fördern. Oder auch Bürgerenergieprojekte, die vielleicht denken, Wasserstoff kann für unser Wärmenetz hier und da interessant sein. Wir machen noch ein bisschen mehr Erneuerbare als bisher. Auch das sollte gefördert werden, und zwar jetzt schon. Dann im zweiten Schritt kann man sagen, dass auch gro im großen Maßstab eigentlich zusätzliche erneuerbare Energien eingeplant werden müssen, und zwar sozusagen politisch gesteuert. Also man muss immer mehr bauen, als man schon haben will, sozusagen. Und daraus kann man dann auch Wasserstoff machen.
Gleichzeitig sollten aber Elektrolyseure, die dann angeschlossen werden am Stromnetz eventuell für eine größere Produktion, auch schon immer so sein, dass sie optimiert sind, also vor allem dann laufen, wenn besonders hier erneuerbare Energien im Netz sind. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir zu einer Standardisierung dieser Verfahren auf EU-Ebene kommen und auch Importe sehen wir erstmal auf europäischer Ebene. Dann im dritten Schritt und sozusagen in der Zukunft, theoretisch heute ja auch noch, müssen wir natürlich irgendwo auch über Importe reden. Das bedeutet also internationale Importe, das aber nur auf der Grundlage eines ambitionierten Klimaschutzes auch in den Erzeugerstaaten. Dann ist es so, also das war der grüne Wasserstoff, den wir favorisieren. Dann ist es gerade so, gerade auf europäischer Ebene, dass sehr viele Forced Solutions eigentlich im Raum stehen. Also fossiler Wasserstoff, aber auch atomarer Wasserstoff. Was ist der fossile Wasserstoff? Das ist hier eine Grafik von Equinor, die ja angeboten haben, sozusagen fossilen blauen Wasserstoff für ganz Europa zu produzieren. Sie stellen sich das so vor, dass im Grunde genommen auf dem europäischen Festland wird Erdgas reformiert. Aus Erdgas wird Wasserstoff hergestellt. Der wird dann in der Industrie eingesetzt. Das verbleibende CO2 wird dann über Schiffe zurück nach Norwegen transportiert und dort gespeichert über CCS. Das ist, wie man ja auch hier schon sieht, eine Technologie, die hohe Infrastrukturinvestitionen nötig macht, die auch relativ teuer ist. Allein sozusagen Transport und Storage 30 bis 55 Euro Tonne CO2. Also deutlich über dem heutigen CO2-Preis. Dazu kommen nochmal Capture-Kosten von 80 bis 90. Wir halten das nicht für eine sinnvolle Technologie, sehen das auch nicht als Brückentechnologie für zielführend. Wir sagen, man muss direkt in die Nutzung grünen Wasserstoffs einsteigen und muss das jetzt so machen, weil das ist immer das Argument, ja, die Industrie will jetzt ja im großen Maßstab produzieren, es fehlt der Wasserstoff. Dann sagen wir, dann muss man den Ausbau der erneuerbaren Energie eben entsprechend ambitionierter planen. Was uns jetzt gerade ganz aktuell beschäftigt, und Claude Turm kann dazu vielleicht auch was sagen, weil er da vielleicht direkt involviert ist auch, ist der Versuch, auf europäischer Ebene atomaren Wasserstoff förderfähig zu machen. Also bisher gilt ja die Formulierung, dass man auch Low Carbon Hydrogen fördert. Also die EU will auch den fossilen Wasserstoff fördern. Jetzt soll das aber erweitert werden zu Safe and Sustainable Low Carbon Hydrogen. Safe and Sustainable spielt sozusagen an auf atomare Nutzung. Die können verschiedene Art sein. Also das kann sozusagen bestehende Kraftwerke sein, die in Osteuropa sind, oder EDF plant, britischen Atomstrom hier zu nutzen. Das können, und das schwebt einigen vor, aber auch vielleicht neue Atomkraftwerke sein. Wir sagen, das muss unbedingt verhindert werden. Die EU darf sozusagen an solchen Investitionen auf gar keinen Fall beteiligen, weil sonst kriegt die ganze Wasserstoffdebatte von Anfang an eine sehr problematische Tendenz. Genau, und das ist vielleicht etwas, was wichtig ist, nämlich in den USA wird der nukleare Wasserstoff von heute als grüner Wasserstoff bezeichnet. Da gibt es also sehr viel Begriffsverwirrung und da muss man sehr vorsichtig sein. Genau. Szenarien. Ich denke, diese ganze Debatte über Gas und Atom, die kommt deswegen auf, weil sehr große Mengenbedarfe aus der Industrie gemeldet werden. So groß, dass viele denken, ohne Erdgas und Atom werden wir das gar nicht produzieren können. Deswegen müssen wir über Szenarien reden. Und das haben wir in Deutschland gemacht. Und da gibt es sehr viele Studien mittlerweile. Wie viel synthetische Energieträger braucht man denn? Und da gibt es eine Spanne der Szenarien zwischen 230 und etwa 90 bis 1000 Terawattstunden synthetische Energieträger. Also ungefähr immer das Doppelte des zusätzlichen Stromverbrauchs. Also 460 bis 1800 Terawattstunden. Uns interessieren vor allem Suffizienzszenarien, also die auf weniger Verbrauch setzen, um eben auch den Bedarf an Wasserstoff gering zu halten. Das Szenario von Fraunhofer ISE, wegen seinem klimaneutralen System, ist dafür uns spannend, weil es sozusagen Suffizienzannahmen mal durchgerechnet hat. Also zum Beispiel, wie viel Wasserstoff braucht man, wenn man die Stromnachfrage für Beleuchtung etc. um 45% reduziert, wenn man den motorisierten Individualverkehr um 30%, wenn man den Flugverkehr um 55% reduziert und die industrielle Prozesswärme ebenfalls jährlich reduziert. Dann kommt man zur folgenden Übersicht, die vielleicht jetzt nicht sofort klar wird. Also man sieht sozusagen den Vergleich der Szenarien.
zwischen einem Status-Quo-Szenario und einem Suffizienz-Szenario. Da sieht man einen großen Unterschied, nämlich eben zwischen diesen, wenn man jetzt weitermacht wie bisher und einfach die jetzige Wirtschaft mit Wasserstoff versorgt, brauchen wir 890 Terawattstunden synthetische Energie in Deutschland. Wenn wir aber reduzieren den Bedarf, brauchen wir nur 230 Terawattstunden. Und das hat große Auswirkungen, nämlich auf das Verhältnis zwischen Importen und heimischer Erzeugung. Also in einem Suffizienzszenario können wir den Wasserstoff mehrheitlich in Deutschland oder mehrheitlich in Europa produzieren. Wenn wir den Status quo einfach verändern, müssen wir auf jeden Fall importieren, international. Genau, da kommen wir zum Thema Importe, und da ist auch ganz wichtig, dass man über Kriterien redet. Also in Deutschland herrscht so eine gewisse Goldgräberstimmung. Also hier die Wasserstoff, so kommt die Industrie ans grüne Gold. Das ist eigentlich die Mentalität gerade in Deutschland. Da gibt es verschiedene Kooperationen, die schon geschlossen wurden. Also eine deutsch-marokkanische Kooperation. Da wird aber erstmal kein Wasserstoff nach Deutschland kommen, sondern Deutschland gibt Geld, das mit Marokko für sich in heimischer Anwendung Wasserstoff produziert. Wir hoffen, dass irgendwann auch mal was nach Deutschland kommt. Dann gibt es einen Potenzialatlas für Westafrika und südliches Afrika, der Ende dieses Jahres erscheinen wird. Und dann gibt es sogar schon einen australisch-deutschen Deal für eine Wasserstoffwirtschaft, wo auch eine Potenzialanalyse angestrengt werden soll. Also ich meine, das ist natürlich ziemlicher Wahnsinn, genau genommen. Ich meine, Australien ist durch 14.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Und da gibt es ja ganz andere Nachfrageländer, also China, Japan, all das wäre denkbar, aber Deutschland hofft in der Tat was aus Australien. Wir sagen, man muss das anders angehen. Man muss über Kriterien reden. Man darf nicht nur über die technischen Potenziale reden, sondern muss auch über die wirtschaftlichen Potenziale reden. Das passiert vielleicht noch. Also was kostet es? Was ist leistbar? Man muss über Nachhaltigkeit reden. Also wie sind die Flächenbedarfe für erneuerbare Energien mit Biodiversitätsanforderungen, mit Artenschutz, Waldschutz vereinbar? Was ist das soziale Potenzial? Also wo findet denn auch wirklich eine Entwicklung statt in den Ländern? Was ist das politische Potenzial? Also wie groß ist überhaupt die Bereitschaft, Wasserstoff zu exportieren? All das findet bisher leider nicht ausreichend. Dann kommen wir zu den Anwendungen. Ich möchte verschiedene Sachen einfach nur mal anreißen, da gibt es ganz viel zu sagen. Also wir haben das für uns schon ein bisschen priorisiert. Wir sagen, zuerst muss der in Deutschland der fossile, schon benutzte Wasserstoff grün gemacht werden. Also es gibt schon große Wasserstoffnutzungen in verschiedenen Bereichen. Das sind etwa 70 Terawattstunden. Damit muss man anfangen. Dann zweitens, dort, wo man zum Beispiel einen grünen Stahl produzieren kann. Das sollte jetzt möglich sein. Man sollte nicht mehr in fossile Stahlkraftwerke investieren, sondern man sollte genug Wasserstoff zur Verfügung stellen, dass heute schon sinnvolle Zukunftsinvestitionen erfolgen. Und drittens, wenn dann noch was übrig bleibt, wenn man eins und zwei geschafft hat, kann man vielleicht auch darüber nachdenken, im unvermeidbaren Flugverkehr erneuerbares Kerosin einzudenken. Aber grundsätzlich gilt, überall müssen Effizienzanstrengungen erbracht werden. Genau, dann ist natürlich zu diskutieren, was bedeutet das im Flugverkehr? Also was man hier sieht, ist etwas, was im Copernicus-Projekt woran geforscht wird, das sind sogenannte Containerlösungen. Da kann man in einem Container quasi synthetisches Kerosin erzeugen. Diesen Container kann man überall aufstellen. Also man kann den auch im Amazonas aufstellen und dann für ganz entlegene Flughäfen synthetisches Kerosin erzeugen. Das kann möglicherweise eine sinnvolle Anwendung sein für sowas. Also das hat gewisse, ja. Ja, also das wäre ja dann, hier wäre es dann Power to Liquid, PTL in diesem Fall. Das wäre genau. PTL ist Power to Liquid, genau. Sorry, das habe ich nicht ausgeschrieben. Das wären die Chancen von so etwas. Also man könnte jetzt Treibhausgase natürlich im Flugverkehr reduzieren, aber bestenfalls natürlich nur die CO2-Effekte. Also die Nicht-CO2-Effekte werden nicht, also sozusagen Cirruswolken-Kondensstreifen, all das wird davon nicht gelöst. Ne? Das muss man wissen. Und man hat eine sehr, sehr kaufkräftige Nachfrage im Flugverkehr. Fliegen ist zu billig, kann man gerne teures Power-to-Liquid in den Markt bringen. Da haben wir kein Problem mit der Form, was die Kosten angeht zumindest. Risiken sind natürlich, dass man eben die Nicht-CO2-Effekte vernachlässigt, dass die Leute denken, sie können halt unbedarft fliegen. Das ist jetzt ja grün und klimaneutral. Dem ist halt nicht so. Es ist nur eine Klimaminderungsmaßnahme. Und man kann auch nicht einfach von heute auf morgen 100% quasi Power-to-Liquid produzieren.
Man würde dadurch mehr erneuerbaren Strom brauchen, als Deutschland heutzutage insgesamt hat, allein für den Flugverkehr. Und das können Sie alle lesen. Das ist hier Emmanuel Macron, der die Innovation ankündigt, über die da in Frankreich diskutiert wird. Gibt es nicht vielleicht irgendwann sogar auch ein reines Wasserstoffflugzeug? Das muss man auch diskutieren. Wäre nicht ab 2035 es sinnvoller, ein Wasserstoffflugzeug zu betreiben, als Power-to-Liquid zu haben? Das ist eine offene Frage, die ist in Deutschland noch nicht beantwortet. Also es gibt auch weiter offene Forschungsfragen im Bereich. Ganz wichtig ist, warum man jetzt über so ein Wasserstoffflugzeug überhaupt nachdenkt, ist, dass ungeklärt ist, wo das CO2 herkommt. Denn das muss ich vielleicht noch erklären für Leute, die sich nicht auskennen. Wenn man jetzt Kraftstoffe produzieren will, muss man dem Wasserstoff wieder Kohlenmonoxid beifügen. Man braucht wieder Kohlenstoff, sonst funktioniert die Synthese nicht. Das heißt, man hat am Ende wieder CO2. Das heißt, man braucht gute CO2-Quelle, bestenfalls eine klimaneutrale. Da sind verschiedene Sachen in der Diskussion. Eben Carbon Capture Utilization, dass man zum Beispiel CO2 aus Zementwerken nimmt und das weiterverwendet. Das ist vielleicht, das würde immerhin dafür sorgen, dass die Emissionen dann irgendwie aufgeteilt werden zwischen den Sektoren. Wichtig ist aber natürlich immer die Frage, was ist denn überhaupt eine unvermeidbare Emission? Also wie viel Zement braucht man denn wirklich und gibt es nicht da vielleicht auch andere Verfahren irgendwann oder kann man nicht Zement auch durch Stahl ersetzen? Also unvermeidbar, da muss man immer vorsichtig sein. Was ist wirklich unvermeidbar? Deswegen reden wir lieber über Direct Air Capture. Das bedeutet, dass man das CO2 direkt wie aus einer Lüftungsanlage aus der Luft filtert und das dann den Syntheseprozess zur Verfügung stellt. Da ist das Problem, es ist relativ teuer, es braucht viel Platz. Platz ist natürlich bei erneuerbaren Energien immer ein Problem. Man verschärft das dadurch noch. Man braucht noch mehr Platz im Grunde genommen. Deswegen ist das auch eher noch eine Zukunftstechnologie. Biomasse könnte man nutzen, also sozusagen Bioethanol und Biogasherstellung, die schon existiert. Die ist relativ günstig. Man müsste sie vermutlich zentraler nutzen, als das bisher der Fall ist. Aber auch da ist klar, das ist eine sehr begrenzte, limitierte Ressource. Also immer wenn man über Kohlenwasserstoff redet, kommt man auf das Problem der CO2-Punktquellen und hat eine sehr, sehr limitierende Größe, über die leider nicht so viel geredet wird. Dann etwas, was in Deutschland sehr groß in der Diskussion ist, vor allem deshalb, weil die deutsche Automobilindustrie die Elektromobilität etwas verschlafen hat und da nicht so recht hinterherkommt, ist, dass sie quasi E-Fuels haben wollen, also synthetische Kraftstoffe im Verkehr. Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil wir da große Effizienzverluste haben. Also man sieht jetzt hier links bei den E-Fuels bleiben heute nur noch 45% der Energie erhalten im sozusagen Energieträger. Bei Wasserstoff sind es 61%. Wenn man jetzt aber ein, ja? Ich würde sagen, wenn man es umwechselt, also. Genau, wenn man jetzt sozusagen, wenn man jetzt nicht ein E sozusagen E-Auto nehmen würde, sondern jetzt halt ein Wasserstoffauto oder E-Fuels, und dazu kommt dann im Grunde genommen noch weitere Effizienzverluste. Also rechts sieht man den E-LKW, der hat ungefähr eine Gesamtenergieeffizienz von 73%. Der Brennstoffzellen-LKW hätte nur noch 31%. Der Diesel-LKW, weil der Verbrennungsmotor so ähnlich ist, hat nur noch 21%. Man verliert also extrem viel Energie. Das macht das ein bisschen viel. Das ist eine sehr komplizierte Grafik, die ist aber sehr, sehr wichtig. Da sieht man nämlich, was passieren würde, wenn man jetzt E-Fuels produzieren will und dafür einfach den Elektrolyseur ans Stromnetz anschaltet und einfach auch den Kohlestrom und so weiter mitnutzt, der da so ist. Dann sozusagen E-Fuels produziert und Wasserstoff im Unterschied zur Elektromobilität. Das sieht man ganz unten. Das würde nämlich bedeuten, dass man deutlich mehr CO2 ausstößt, als wenn man einfach normales Benzin oder normalen Diesel nimmt. Und das bleibt auch noch sehr lange so. Also selbst 2030 wäre das noch so. Und man braucht schon ein sehr, sehr erneuerbares Energiesystem mit über 75% Erneuerbare, dass diese E-Fuels klimafreundlicher sind, als das, was wir heutzutage haben. Das heißt also, das spricht unseres Erachtens dagegen, dass wir jetzt schon zu stark sind. Ich glaube, das musst du noch mal erklären. Ja. Mit Strommix und wenn man jetzt aus Ja. einem erneuerbaren Energienmix Wasserstoff herstellt, bitte noch mal, wenn das geht. Ja, also wir haben ja, ich glaube, in Deutschland haben wir jetzt im Strommix eine Kilowattstunde ungefähr 500 Gramm CO2,
die da sozusagen im Durchschnitt gebraucht werden, um die zu erzeugen. Wenn man jetzt mit diesem dreckigen Strom einen Elektrolyseur betreibt und sozusagen aber auch noch dann seine Erzeugungsanlage für die E-Fuels und so weiter und den ganzen Strom verbraucht, dann hat man ja bei der Produktion synthetischer Energieträger entstehen CO2-Emissionen an anderer Stelle und zwar sehr massiv. Und diese kumulieren sich dann. Und deswegen kommt man halt sozusagen zu Bilanzen aufgrund dieser Ineffizienz, die sehr schlecht sind. Und ganz unten, wenn man halt guckt, ganz unten diese gestrichelte Linie mit dem Dreieck, das ist die E-Mobilität. Ja, und die ist zwar nicht perfekt, aber von der Emissionsbilanz ist sie heute schon besser als Diesel und Benzin. Das soll diese Grafik sagen. Also die E-Mobilität ist heute schon ansatzweise, also ist nicht ganz klimafreundlich, aber sie ist klimafreundlich als das normale Auto. Und die E-Fuels helfen uns heute erstmal nicht, wenn wir wirklich Klimaschutz betreiben wollen. Das ist das Problem. Und da ist noch gar nicht berücksichtigt, was zum Beispiel passiert, wenn ich jetzt eine dreckige CO2-Quelle noch dazu schalte, dann brauche ich nämlich über 95% erneuerbare Energien, um besser zu sein als diese Benzin. Wir haben diese Grafik, ich nutze sie deswegen in Deutschland immer, weil in Deutschland darüber geredet wird, dass man eine Quote einführt für E-Fuels, also 2% und mehr, und dass so ein fester Anteil genutzt wird. Und das muss ja dann auch irgendwie erzeugt werden. Und dann ist halt die Frage, unter welchen Bedingungen das erzeugt wird. Und wenn die Bedingungen schlecht sind, kommt man halt in ein Produkt, was sehr klimaschädlich ist. Die Industrie macht da sehr viel Druck und deswegen sehen wir es durchaus als möglich, dass man in so ein Szenario auch reingerät, wenn man es schlecht macht. Genau, dann habe ich, glaube ich, noch das Methan. Das ist vielleicht auch wichtig. Das ist etwas, was wir in Berlin, ich komme aus Berlin, wir sitzen ja auch in Berlin, viel diskutieren, denn wir haben ja ein großes Erdgasnetz und es gab jetzt eine Studie, die haben festgestellt, wir können das nur bis 20 bis 30% mit erneuerbarer Wärme betreiben. Wir brauchen Gas und Gas wollen wir auch nicht für immer. Und deswegen wird jetzt in Berlin auch sehr stark darüber geredet, dass man erneuerbares Methan oder Wasserstoff direkt nutzt, das war 2031 schon. Das ist sozusagen immer, insofern ist das vielleicht, ja, ich meine, das kann eine Alternative zu Gas sein, rein theoretisch. Es hat aber auch gewisse Risiken, wenn man jetzt einfach in so ein bestehendes großes Erdgasnetz Wasserstoff reingibt oder erneuerbares Methan. Ein Problem kann eben sein, dass man nicht mehr auf Energieeffizienz setzt. Also in Berlin ist das, wir haben ja auch starke Mietensteigerungen gehabt hier und deswegen ist das Thema Sanierung, Modernisierung ist etwas, worüber niemand reden will, weil die Leute ja immer Angst haben, dass sie aus ihren Wohnungen fliegen und sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Und wir sehen das große Problem, dass man irgendwann sozusagen das beiseite schiebt und sagt, naja, jetzt haben wir ja eine neue Energiequelle, wir müssen das alles nicht mehr machen. Könntest du einmal bitte den Zusammenhang zwischen Methan und Wasserstoff kurz erklären? Ja, man kann das im Grunde genommen machen wie bei den E-Fuels. Also man kann auch mit dem Wasserstoff wieder Kohlenstoff zusetzen und dann kann man Methan herstellen. So, das wäre eine Option. Das hätte natürlich den Vorteil, und deswegen wird das diskutiert, weil man das jetzige Gasnetz einfach benutzen könnte. Und man könnte auch die Kraftwerke benutzen, wenn man Gaskraftwerk hätte, das läuft dann alles. Man müsste also keine neue Infrastruktur bauen. Deswegen wird das diskutiert. Es ist insofern aber auch ein Problem, weil man auch weiter einen Methanschlupf hat. Also es geht auch was verloren und man hat dadurch eine direkte Klimawirkung. Also erneuerbares Methan kann nie völlig klimaneutral sein. Es kann aber eine Minderung bewirken und es hat halt das Versprechen, dass man ansonsten relativ wenig ändern muss. Das Problem, das wir halt dabei sehen, ist, dass man jetzt sozusagen das bisschen, also das sind ja alles sehr wertvolle Stoffe. Wir haben wenig Erneuerbare, zu wenig, wir haben wenig Wasserstoff und jetzt will man aber in diese großen Netze sehr unspezifisch Wasserstoff oder erneuerbares Methan beimischen. Und unseres Erachtens ist das eine massive Verschwendung auch dieses sehr kostbaren Gutes, sozusagen nicht mehr auf Effizienz zu setzen, sondern das einfach versickern zu lassen. Und wir wollen auf jeden Fall, dass das nicht 1:1 ersetzt wird. Also das ist eine große Hoffnung der Gaslobby in Deutschland, dass das Gasnetz 1:1 über mit Wasserstoff und Methan quasi betrieben wird und sie weiterhin die jetzt dadurch auch Profite machen können. Und dadurch sprechen wir uns sehr stark aus. Allein schon, das zeige ich jetzt mit der Folie, hier sieht man die Kostendifferenzen. Was passiert, wenn man ein Haus nicht saniert und erneuerbares Methan da reinpackt oder auch erneuerbaren Wasserstoff, im Vergleich zu was macht, wenn man das saniert und erneuerbare Energien nutzt. Und da kann man sehen, dass es immer teurer ist, letztlich für den Haushalt. Die zahlen quasi
den Preis dafür. Sie zahlen am letzten Ende mehr, als wenn sie da sind. Okay, soweit die Sektoren. Ich komme noch, haben wir noch einen Moment oder ist das jetzt schon so lang? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann auch was zur Regulierung sagen, weil das ja auch eine politische wichtige Debatte ist. Genau, wir haben eine nationale, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, ich kann das mal kurz durchgehen, was in Deutschland gerade passiert. Also es gibt jetzt 7 Milliarden Euro erstmal für grünen Wasserstoff in Deutschland, 2 Milliarden für internationale Partnerschaften, das ist auch Teil des Corona-Konjunkturpaketes. Es addiert sich zu einer Reihe anderer Forschungsförderungen. Deutschland will einen Heimatmarkt aufbauen, 5 Gigawatt Elektrolyse bis 2030, 10 Gigawatt bis 2040. Das bedeutet dann ungefähr 14 Terawattstunden. Sie gehen aber von einer weitaus größeren Nachfrage aus von 90 bis 110 Terawattstunden. Also Deutschland wird damit quasi nicht autark. Also wir hätten dann einen Importbedarf von irgendwie 85% beim Wasserstoff. Es soll einen nationalen Wasserstoffrat geben. Ich glaube, das ist die Clean Hydrogen Alliance, die es jetzt auch schon gibt, und eine europäische Wasserstoffgesellschaft, die sich dann auch um die Beschaffung von Wasserstoff kümmern soll. Es gibt also Verkehr ist auch ein möglicher Anwendungsbereich. Über den PKW streitet man immer noch. Wasserstoff wird in Deutschland immer noch als eine Alternative gesehen, obwohl wir unsere Klimaziele auch ohne Wasserstoff-Brennstoffzellen eigentlich erfüllen könnten. Man versucht, die Vorgaben der EU überzuerfüllen. Also es gibt ja diese Richtlinie RED II, die sieht 14% erneuerbare Energien vor, im Verkehrssektor, bis 2030. Deutschland will jetzt 20% vielleicht einführen. Es soll eine Quote geben für den Luftverkehr, bald von 2%. Der Wärmemarkt soll eben dekarbonisiert werden, allgemein. Und man beginnt jetzt mit der Förderung, indem man sozusagen die EEG-Umlage absenkt für Elektrolyseure. Also sozusagen die Umlage für erneuerbare Energien soll da nicht mehr anfallen. Das ist, was man jetzt gerade auf den Weg bringt. Und da gibt es ja auch eine European Hydrogen Strategy. Dazu kann Claude Turm vielleicht gleich mehr sagen. Die ist insofern ganz interessant. Ich will nur etwas rausgreifen, weil sie davon ausgeht, dass man bis 2030 eine Kostenparität hat von grünen und fossilen Wasserstoff. Heute ist es ja so, der fossile Wasserstoff, der schwarze, kostet ungefähr 1,50 bis 1,70 pro Kilogramm, der blaue etwa 2,50 und der grüne zwischen 2,50 und 5 Euro, ist also noch deutlich teurer. Die IEA geht aber davon aus, dass die Kostendegression bei den Elektrolyseuren so weitergeht, dass 2030 das mehr oder weniger paritätisch ist. Blauer Stoff hast du ja vorhin schon erklärt, bloß noch als Reminder, das ist Wasserstoff mit Carbon Capture and Storage, wo halt wieder CO2 dann gesammelt wird und dann oft unterirdisch stockiert werden soll. Genau, das ist der Wasserstoff ist aus eben. Erdgas im Grunde genommen. Ne? Also, Genau. ja, Erdgas und CCS, darum geht es. Was wir uns aber angucken wollen, und das ist hier vielleicht auch interessant, das sind die europäischen Produktionskosten. Denn wir sagen ja, wir wollen das europäisch denken. Deswegen fand ich das hier eine ganz interessante Grafik von Hydrogen Europe, die mal gezeigt haben, wie auch schon die Produktionskosten variieren in Europa. Also wir haben nämlich hier ganz unten links sieht man in Portugal, es ist deutlich billiger schon als in Deutschland Wasserstoff zu produzieren, nämlich 3,50 € pro Kilogramm. Wir sind da also in Portugal gar nicht mehr so weit weg, zum Beispiel von dem Wasserstoff aus Erdgas und CCS. Das heißt, wenn man vielleicht konkurrenzfähigen Wasserstoff will, muss man den vielleicht auch europäisch denken und organisieren. Diese politische Debatte läuft in Deutschland gerade deswegen hoch, weil wir eine Bundestagswahl haben im nächsten Jahr, wo wir hoffentlich auch eine grüne Regierung haben, die dann einiges von dem, was wir fordern, auch umsetzt. Deswegen haben wir noch mal eine aktuelle Studie gemacht zu Instrumenten. Das kann man vielleicht auch auf Luxemburg übertragen. Ich habe das jetzt mal am Beispiel Flugverkehr ein bisschen klar gemacht, worum es da geht. Also hätte man zum Beispiel eine Quote jetzt für Power to Liquid, dann könnte man die langsam ansteigen lassen, erstmal ganz gering bei 0,5% 2026, dann 2% 2030. Dabei könnte man auch einen maximalen Importanteil zum Beispiel festlegen. Das habe ich gehört, vor 2030 wird man vermutlich kein erneuerbares Kerosin haben, also könnte man sagen, vielleicht 2030 0,5%.
Das müsste aber verbunden werden mit einer CO2-Kennzeichnung darunter. Man müsste schon genau wissen, wenn dieses Kerosin jetzt produziert wird, wie wurde es denn produziert? Also aus fossilem oder aus grünem Wasserstoff, was für eine CO2-Quelle wurde da verwendet? Also wie ist die CO2-Gehalt des Kerosins am Ende? Das ist ganz wichtig, auch wenn wir da über Importe reden. Und da ist es unseres Erachtens wichtig, dass Europa da gute Zertifizierungssysteme entwickelt, gute Standards schafft. Was man dann nicht machen würde, ist, wenn man jetzt eine Quote hätte, die ja dafür sorgt, dass erneuerbare Kerosin auf jeden Fall gekauft wird, egal was das dann kostet, das wird sich halt bei den Flugpreisen bemerkbar machen, man würde keine weitere Förderung machen. Also man würde die Elektrolyseanlage nicht direkt von den Stromnebenkosten befreien und man würde auch keine direkte Förderung machen in dem Sinne, dass man einen Abnahmepreis im Wasserstoff definiert. All das sage ich, weil wir in Deutschland auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Überförderung bestimmter Technologien. Also erneuerbare Energien sind in Deutschland mal stark überfördert worden. Das hat sie ein bisschen diskreditiert. Es gibt auch jetzt schon viele Industriesubventionen in Deutschland, die auch klimaschädlich sind. Das sind ungefähr 46 Milliarden Euro. Wir sagen, also wenn man irgendwas davon fördert, dann soll das aber verrechnet werden mit bestehenden Industriesubventionen. Soll ich jetzt mal Schluss machen an der Stelle? Oder ich hätte noch natürlich unsere ganze politische Agenda hier, aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen Nee, viel, ich oder? würde dich bloß fragen, ob du vielleicht noch einmal zum Slide zurückkehren könntest, wo du die prioritären Sektoren zur Markteinführung. Ja. Ich denke, das ist nämlich auch wichtig für die weiterführende Diskussion, Ja, ich kann damit die das. meisten damit bewusst werden, wo es eigentlich Sinn macht und wo jetzt. Ja, hier. Genau. Ja. Das, genau, soll ich das nochmal kurz? Das war ja erstens quasi die bestehenden Anwendungen der Wasserstoff, der schon genutzt wird. Der schon genutzt wird in verschiedenen Bereichen. Dann sozusagen zweitens so zu machen, dass man da, wo in der Industrie jetzt jemand bereit ist, neu zu investieren oder ja, wo zum Beispiel eine ganze Anlage ausgetauscht werden muss und man eine Möglichkeit hat, eine klimaneutrale Investition zu machen, dass das dann auch möglich ist und dass der Wasserstoff auch zur Verfügung steht. Und wenn noch eben zusätzliche erneuerbare Energien da sind, was ja eigentlich nicht der Fall ist gerade, aber gehen wir mal davon aus, es wäre so, dann könnte man das auch in den Flugverkehr geben zum Beispiel. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Okay, da würde ich das mal belassen. Wenn du willst, du kannst ruhig die Forderung vom BUND kurz resümieren. Du hast noch ein paar Minuten, dann würden wir weitermachen mit Herrn Thomas. Ja, okay. Soll ich das stehen lassen, meinst du? Ich soll das kurz stehen lassen? Wie bitte? Ich soll das kurz stehen lassen, meinst du? Du Oder? kannst hier zusammenfassen, wenn du möchtest. Ja. Also, naja, ich könnte sagen, im Grunde genommen wollen wir mehr erneuerbare Energien, also einen zusätzlichen Ausbau von Windrädern und Solaranlagen über die bisherige Planung hinaus. Und diese Mengen für Windräder und Solaranlagen sollten immer nicht angerechnet werden. Dann im Grunde genommen geht es auch um Energieeffizienz. Ne? Also wir müssen weiter auf Energieeffizienz setzen. Wir brauchen drittens eine Priorisierung, ganz klar, der Sektoren. Das muss erfolgen. Es kann nicht jeder Sektor jetzt schon Wasserstoff haben. Das ist nicht denkbar. Das ist nicht klimafreundlich machbar. Dann brauchen wir natürlich schon für sinnvolle Anwendungen eine Entlastung von Abgaben und Umlagen. Wir müssen aber Industrieausnahmen an anderer Stelle kürzen. Wir brauchen einen CO2-Preis, der massiv hoch ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt erneuerbares Methan konkurrenzfähig sein soll zu fossilem Erdgas, bräuchten wir in Deutschland einen CO2-Preis von über 350 Euro die Tonne CO2. Und das ist natürlich enorm. Und wir brauchen ein Lockout von fossilem und atomarem Wasserstoff. Super, danke dir. Also das war Okay. schon recht technisch, sehe ich auch im Chat, denke ich. Okay. Vielleicht manche teilweise überfordert. Wir haben ja noch die Möglichkeit, später wieder mit Fragen auf verschiedene Slides einzugehen. Das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, dass Herrn Turmes weiterfährt mit seinem Vortrag und dann später, falls es noch weitere Fragen gibt, dann kommen wir gerne darauf zurück. So, ich teile jetzt bloß die PowerPoint. So.
Bitte schön. Ja, guten Abend, vielmals merci an den Mouvement für das zu organisieren. Und ich werde dann noch auf Deutsch schwätzen, für das unser Gage aus Deutschland eben noch kann nachvollziehen, was ich erzähle. Also ich denke, Sie, Herr Pofahl hat, hat eigentlich das gesagt, was auch meine Analyse ist oder unsere Analyse im Ministerium. Bevor man losläuft, muss man eigentlich wissen, warum läuft man los und welche Schuhe ziehe ich denn an zum Loslaufen? Und warum läuft man los? Es geht um Klimaschutz. Und von daher macht es überhaupt keinen Sinn, dass man Wasserstoff fördert, der nicht klimaneutral ist. Da gibt es einfach einen riesen Widerspruch. Gut, und das andere ist natürlich dann, dass man die, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Wasserstoff ist jetzt ein bisschen überhyped. Also alle glauben, das wäre morgen da und für alles. Und ich hoffe, dass nach den Vorträgen heute Abend, dass man das realistisch sieht, weil es geht auch um sehr viel Geld, ne? Weil Wasserstoff wird in den nächsten Jahren teuer, sogar sehr teuer sein. Gut, vielleicht dann auf die erste Slide. Also es gibt fossilen Wasserstoff heute. Auch in Luxemburg gibt es einige Industriebetriebe, die diesen fossilen Wasserstoff nutzen. Der wird, was heißt ich, aus Antwerpen, aus einer Raffinerie oder so angeliefert. Man kann sagen, fossiler Wasserstoff, eine Tonne produziert mindestens 9 Tonnen CO2. Also je nachdem, wie das passt. Also es kann auch bis zu 12 Tonnen CO2 sind. Das zeigt einfach, normaler fossiler Wasserstoff ist überhaupt keine Option. Und dann gibt es natürlich das, was die Gaslobby uns teilweise verspricht. Norwegen sagt, wir verkaufen euch weiterhin Gas, ihr macht daraus Wasserstoff in Europa oder auf dem Festland und dann schickt ihr uns das CO2, das fangt ihr brav ein und schickt uns wieder zurück nach Norwegen und wir versenken das in der Nordsee. Man muss wissen, dass bis heute gibt es sehr wenige Projekte und es wird auch nie eine absolut hundertprozentige Capture geben und eine der Fragen, die sich jetzt stellt, wenn das überhaupt erlaubt ist auf europäischer Ebene, müsste man zumindest sagen, aber dann muss es 90% des CO2 mindestens einfangen. Und das ist eine der Baustellen, an denen wir zurzeit arbeiten als Luxemburger Regierung, im Streit eigentlich oder in den Verhandlungen mit anderen europäischen Ländern zurzeit. Das heißt, das ist eigentlich keine Alternative, dieser fossile Weg, auch fossil mit Carbon Capture, also CCS. Und der einzige Wasserstoff, den wir eigentlich sehen wollen, ist der Wasserstoff aus Erneuerbaren in der nächsten Folie. Ups. Geht es nicht weiter? Einen Moment. So. Gut, also das ist dann Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom, Wind oder Solar, erzeugt wird in einem Elektrolyseverfahren. Das Elektrolyseverfahren ist ineffizient. Und von daher ist es wichtig zu verstehen, dass wenn ich Solarstrom habe oder ich habe Windstrom, dann ist es bei der heutigen Art und Weise, wie es Elektrolyse gibt, macht es in den allermeisten Fällen mehr Sinn, dass ich Strom direkt nutze. Das heißt, ich gehe von einer Gasheizung, mache ich Energieeffizienz im Haus und gehe auf eine Wärmepumpe. Ich ersetze ein fossiles Auto durch ein Elektroauto. Ich ersetze Gas in der Industrie durch Direktstrom. Das ist immer, immer, immer effizienter als über den Wasserstoffweg. Und hier nochmal zur Größenordnung. Ein Wasserstoffauto, auch wenn der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kommt, der ist 3 bis 4-mal ineffizienter als ein Elektroauto. Und das erklärt auch, warum Elon Musk mit Tesla keine Wasserstoffautos baut. Das erklärt auch, warum VW keine Wasserstoffautos baut. Das erklärt auch, dass
man davon ausgehen kann, dass in Europa zwischen jetzt und 2025 irgendwas 4 bis 5 Millionen Elektroautos verkauft werden. Und die Analysten gehen davon aus, dass es nicht einmal 10.000 Wasserstoffautos geben wird, die auf Europas Straßen fahren werden. Das hat nichts mit Ideologie zu tun, das hat nur etwas mit Physik zu tun und der Ineffizienz von der Wasserstoffherstellung, so wie wir sie heute kennen. Nächste Slide. Gut, von daher ist meine größte Priorität zurzeit ist sicherstellen, dass es in Europa die richtigen Prioritäten gibt. Und wir haben uns als Luxemburg sehr stark engagiert die letzten Monate, zuerst mit unseren Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Benelux in einer Wasserstofferklärung der Pentalateral, also der Länder, das waren am Anfang 5 Länder, da haben wir weitestgehend durchgesetzt, dass da drin steht in diesem Papier absoluter Vorrang für erneuerbare Energien. Dieses Papier hat einen relativ guten Einfluss gehabt auf das Papier der Europäischen Kommission. Jetzt sind wir allerdings in diesem Moment und zwar morgen auch auf der Ebene der EU-Botschafter in Brüssel damit konfrontiert, dass gerade unter deutscher Ratspräsidentschaft, die Atomländer Frankreich, Tschechien, Rumänien, Polen, Slowakien versuchen, das, was wir eigentlich schon fast geschafft hätten, dass Atom nicht förderfähig ist, versuchen gerade die Pro-Atom-Länder reinzudrücken. Diese Woche ist es uns gelungen, mit einer Allianz von Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Irland, das wieder rauszuverhandeln aus dem Text. Und morgen gibt es jetzt ein wichtiges Treffen auf der Ebene der Botschafter, wo wir versuchen, jetzt diesen Ausschluss von Atom aufrechtzuerhalten. Und wir haben noch eine Kampflinie, kann man sagen. Das ist, die deutsche Regierung hat es auch, das Hauptfokus auf 100% erneuerbaren Energien aus diesem Text, der morgen vorliegt, rausverhandelt. Und wir versuchen jetzt quasi zu sagen, solange wie das nicht in den Text reinkommt, werden wir als pro-erneuerbare Länder, die ich vorher genannt hatte, den Text nicht unterschreiben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir mit derselben Allianz Spanien, Portugal, Dänemark, Irland, Österreich auch ein gemeinsames Papier gemacht haben zur Zertifizierung von zusätzlichen erneuerbaren Wasserstoff. Das heißt, was uns wichtig ist, dass wir heute schon ein transparentes und gut nachvollziehbares Zertifizierungssystem haben, damit, wenn ich Wasserstoff als Industrieller geliefert bekomme, dass ich weiß, was ist in diesem Wasserstoff, um sicherzustellen, dass, wenn gesagt wird, das ist erneuerbarer Wasserstoff, dass ich das auch nachvollziehen kann. Das ist für mich die allerwichtigste Baustelle. Das heißt, ehe man losläuft, dass wir sicherstellen, es geht um erneuerbaren Wasserstoff und wir machen auch eine Zertifizierung, die das sicherstellt. Das war jetzt viel Arbeit die letzten Wochen, aber mit ein bisschen Glück haben wir da auch, denke ich, als Luxemburg mitgeholfen, das ein gutes Stück in die richtige Richtung voranzubringen. Dann ist das, was, denke ich, im Vortrag gut meiner Ansicht nach herausgekommen ist, wir müssen Wasserstoff auf die Bereiche reduzieren, wo wir nicht eine effizientere Lösung haben direkt über Strom. In der Stahlindustrie, wenn ich Hochöfen betreibe, dann kann ich das nicht mit nur Strom machen und von daher macht erneuerbarer Wasserstoff bei neuen Stahlwerken oder wenn ich Stahlwerke bestehende Hochöfen umbaue, das macht verdammt viel Sinn. Es macht auch verdammt viel Sinn, wenn ich in Raffinerien, wo ich heute schon sehr viel Wasserstoff, fossilen Wasserstoff habe, wenn ich diesen fossilen Wasserstoff ersetze durch erneuerbaren Wasserstoff. Ein Produkt, was auf dem Markt ist zurzeit, ist
HVOs, Hydrogenated Volatile Organic Biofuels der zweiten Generation, die aus Frittierfetten gewonnen werden, die haben heute eine gewisse CO2-Bilanz und diese CO2-Bilanz könnte erheblich verbessert werden, wenn der Wasserstoff in der Raffinerie, der heute fossil ist, durch Wasserstoff, der erneuerbar ist, ersetzt werden könnte. Und das ist auch ein Bereich, wo wir jetzt als Luxemburg dran sind, das auf EU-Ebene voranzubringen. Und wenn wir in Luxemburg eine Quote machen im Bereich vom Transport, dann soll es meiner Ansicht nach eher eine Quote sein, um genau diesen Treibstoff dann zu fördern, dadurch, dass man eben sicherstellt, dass grüner Wasserstoff in diesem Treibstoff eben fossilen Wasserstoff ersetzt. Von daher bin ich auch relativ skeptisch über Wasserstoff im Pkw, habe ich schon vorher erläutert. Wirtschaftlich denke ich, wird das auch, das wird sich nicht durchsetzen, weil das auch finanziell keinen Sinn macht. Was die Wasserstofflobby den Menschen nicht erzählt, ist, dass wenn ich ein Wasserstoffauto denn hätte, dass das viel teurer wäre im Betrieb als ein Dieselwasserstoff und auch viel teurer wäre als ein stromelektrisch betriebenes Auto. Und vorher hat die Folie, die sehr wichtig ist, ist, was wird passieren bei den LKWs, bei den großen 40-Tonner-LKWs. Und man weiß noch nicht richtig, wo das hingeht, aber es gibt immer mehr Anzeichen, dass selbst LKWs eher in Richtung elektrisch gehen werden, zu einem großen Teil. Es wird Wasserstoff-LKWs geben, aber meiner Ansicht nach, und wir haben das auch in den letzten Wochen intensiv mit europäischen, auch kalifornischen und anderen Experten besprochen, wird es mehr in Richtung Strom gehen. Und schön finde ich, dass heute Abend Anders Schank und die seine Mitstreiter von Oikopolis dabei sind. Ich hatte die Ehre, mit ihnen eine Runde zu drehen in ihrem neuen Elektro-LKW. Und vielleicht können die ja auch noch mal was dazu sagen, wie zufrieden sie damit sind und warum sie eigentlich ein Elektro-LKW und nicht ein Wasserstoff-LKW dann herausgesucht haben. Dann kommt mein dritter Punkt hier auf der Folie. Was jetzt politisch für grünen Wasserstoff am wichtigsten ist, ist erstens, man sollte sich auf Projekte in den Ländern konzentrieren, wo man kostengünstigst erneuerbar hat. Und die Karte vorher hat ganz schön gezeigt, das ist in Portugal, das ist in Spanien, das ist auch in Norwegen, weil Norwegen auf Land sehr, sehr günstige Windenergie hat. Und es macht mehr Sinn, dass man dann dort in Projekte investiert, diese ersten Projekte unterstützt. Und das ist eine Option, die wir auch als Luxemburg jetzt diskutieren. Und dann das Allerwichtigste industriepolitisch ist, wir müssen die Kosten für die Elektrolyse müssen wir runterkriegen. Elektrolyse ist heute sehr teuer und wir müssen, wie wir das geschafft haben, was heißt ich bei Batterien, wie wir das geschafft haben bei Smartphones und Ähnlichem, wir müssen eine standardisierte industrielle Produktion kriegen von 3 bis 5 Megawatt Elektrolyseuren. Und das ist genau das Allerwichtigste jetzt in der europäischen Wasserstoffstrategie. Und da gibt es, denke ich, gute Ansätze, vor allem wenn wir das 1:1 jetzt verknüpfen, dass all diese Elektrolyseure betrieben werden müssen mit erneuerbarem Strom. Das ist, damit wir die Kosten nicht nur von den Erneuerbaren senken, sondern die Hauptkostendegression für den Preis von Wasserstoff wird kommen müssen, dass die Elektrolysegeräte billiger werden. Und es gibt jetzt erste Mega-Factories, die in der Diskussion sind. Und das ist ganz, ganz positiv. Und dann das Dritte, und da bin ich auch besonders stolz drauf, dass gerade in Luxemburg bei List mit dran geforscht ist, der eigentliche Durchbruch bei Wasserstoff wäre
In dem Moment, wo wir direkt aus Solarenergie ohne den Umweg von Elektrolyse Wasserstoff herstellen können. In den Laboren wird in Luxemburg, in Barcelona, in Montreux, in ganz, ganz vielen Orten der Welt wird darin geforscht. Und an dem Tag, wo diese Forschung erfolgreich wäre, dann könnte man, dann wären wir teilweise ein bisschen in einem anderen Film, weil dann Solarenergie ohne Effizienzverluste direkt in erneuerbaren Wasserstoff umgewandelt werden können. Gut, und dann das Vierte ist natürlich, wir müssen uns heute schon Gedanken machen über, wie könnte denn Wasserstoff zum Beispiel nach Luxemburg kommen oder nach Frankfurt, also an denen Orten, wo wir nicht an der Küste sind, wo es einfacher ist. Und ich werde noch nachher darauf eingehen, was da unsere Strategie ist. Vielleicht dann zum nächsten Punkt. Was ist jetzt, wo sind wir dran in Luxemburg? Wie gesagt, Hauptfokus war die letzten Monate mitzuhelfen, dass die europäische Diskussion in die richtige Richtung läuft. Was wir jetzt machen, ist mit den hauptbetroffenen Ministerien uns besprechen für einen Ansatz, was macht Sinn in Luxemburg. Betroffen ist natürlich das Transportministerium, das Umweltministerium, das Wirtschaftsministerium, aber vor allem auch das Forschungsministerium. Und ich gebe Ihnen heute Abend ein paar erste Ideen. Wir sind da noch nicht durch in der Regierung. Das machen wir jetzt die nächsten Wochen. Aber ich kann Ihnen aber schon mal erste Ansätze zeigen. Der erste Punkt ist, wir diskutieren mit der Industrievereinigung FEDIL und in Zusammenarbeit mit der Umweltverwaltung, welche Wasserstoff haben wir schon heute in den Industrieprozessen in Luxemburg und von der Industrie, die heute in Luxemburg ist, welche könnte ich noch zusätzlich von fossilen Energien auf Wasserstoff umstellen oder muss ich auf Wasserstoff umstellen, weil Strom da keine Lösung ist. Das sind Diskussionen und nach diesen Diskussionen werden wir dann besser wissen, welche Mengen braucht Luxemburg, um in der Industrie, wo eben Wasserstoff auch in der Industrie mithelfen könnte, in Richtung Zero Carbon, also Klimaschutz, hinzukommen. Das Zweite ist, wir haben die Chance, dass wir in Luxemburg zwei Unternehmen haben, die ich durchaus in die Weltklasse der Wasserstoffunternehmen oder Supplier, die Teile der von Wasserstoffherstellung machen. Das eine ist Polvirt. Polvirt ist quasi gezwungen, ein Champion zu werden im Wasserstoff, weil Stahlwerke mit Kohle, und das war das Kerngeschäft von Polvirt, das wird es nicht mehr geben. Es wird, und das sagen die Polvirt-Leute selbst, in 3-4 Jahren wird es keinen einzigen Neubau mehr geben von einem Stahlwerk mit Kohle. Und von daher hat Polvirt ist gerade dabei, seinen ganzen Core-Business umzustellen. Und sie hat ein Start-up in Deutschland Anteile gekauft und ist jetzt, denke ich, ganz gut unterwegs, um einer der führenden Unternehmen, Industrieunternehmen zu werden im Bereich von Wasserstoffherstellung. Das zweite Unternehmen ist Rotarex. Das ist ein Unternehmen, was für die wichtig ist, wenn man Wasserstoff speichert, braucht man, da ist ja unheimlich Druck drin und Rotarex ist einer der weltführenden Unternehmen für den Druck im Kessel, also in diesen Eisentanks zu halten, für die Ventile. Ne? Und das sind eigentlich zwei, das ist super, das ist ein schön für Luxemburg, dass wir zwei so Unternehmen haben. Das dritte ist natürlich dann Forschung und Innovation. Ich habe von List schon geredet. List macht mit in einem europäischen Konsortium und List ist spezialisiert auf Materialforschung und wird sein Know-how einbringen in diese Direktumwandlung, diese Hoffnung von der Direktumwandlung Solarenergie direkt in Wasserstoff ohne den Umweg über Elektrolyse. An der Uni wird auch ein Lehrstuhl entstehen für Wasserstoff und es gibt auch Diskussionen mit dem Fonds National de Recherche, wie wir hier in Luxemburg eine gewisse also Exzellenz oder ein gewisses Know-how rund um diese Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Nicht zu unterschätzen ist Green Finance for Green Hydrogen.
Luxemburg hat die Europäische Investitionsbank hier in Luxemburg, wird einer der weltgrößten Finanziers sein von grünen Wasserstoffprojekten. Wir haben die Börse mit den Green Bonds und so weiter. Es gibt in Luxemburg heute schon Investitionsfonds, die in erneuerbare Energien investieren, und die werden auch potenziell in grünen Wasserstoff investieren, sodass es auch wichtig ist, dass wir da auch als Luxemburg-Finanzplatz aktiv sind. Dann werden wir auch jetzt in den nächsten Wochen die erste Wasserstofftankstelle, definitiv den Ort und wer das betreibt, zu welchen Konditionen, da sind wir soweit durch. Das hat länger gedauert, als das geplant war, weil der die Tankstelle betreibt, der wollte uns fossilen Wasserstoff da verkaufen. Und wir wollten das nicht, und das hat natürlich dann längere Diskussionen nach sich gezogen, und wir kriegen jetzt zertifiziertes erneuerbaren Wasserstoff, und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber nochmal, das Allerwichtigste ist, bevor wir loslaufen, dass wir auch wirklich in die richtige Richtung loslaufen. Und dann ist die nächste Frage, die wir diskutieren, teilweise mit unseren Stromunternehmen. Es gibt für die Zukunft zwei Optionen für Luxemburg, wie wir Wasserstoff nach Luxemburg kriegen. Und vorher muss ich eine kleine Klammer machen. Auf der Karte vorher von Europa habt ihr ja die Kosten gesehen von Erneuerbaren. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, Luxemburg stand da mit 6,5. Portugal war bei irgendwo bei 3. Luxemburg ist eines der Länder, wo es am teuersten ist, erneuerbare Energien herzustellen. Das hat auch damit zu tun, dass wir anders als in Portugal zum Beispiel nicht große Flächensolarkraftwerke machen. Das ist nun mal eine andere Diskussion. Das heißt, von daher in Luxemburg wird es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nie wettbewerbsfähiges, also wir werden nie in der Lage sein, in Luxemburg selbst erneuerbaren Strom wettbewerbsfähig herzustellen, um dann hier wettbewerbsfähigen Kosten Wasserstoff, grünen Wasserstoff in Luxemburg zu haben. Das heißt, wir sind angewiesen auf Importe, und das kann man über zwei Wege machen. Das eine ist, wir importieren zertifiziert grünen Strom aus Portugal oder aus Norwegen oder aus einer Offshore-Windfarm, bringen den nach Luxemburg und bauen einen Elektrolyseur in Luxemburg, der dann Wasserstoff herstellt. Und die zweite Option ist, wir schauen jetzt mit unseren Nachbarländern, dass wir angeschlossen werden an die neue Wasserstoffinfrastruktur. Das wird nur 100% pure Wasserstoff sein. Ich denke, die Zeit, wo die Gaslobby gesagt hat, wir mischen da ein bisschen 5, 8, 10% Wasserstoff bei, und dann ist es schon gut. Das haben wir, dieses Spiel haben wir politisch gewonnen. Es geht jetzt darum, dass wir 100% Wasserstoffinfrastruktur kriegen. Und auf den nächsten Slides werde ich vielleicht einfach kurz zeigen, wo wir da dran sind. Und das ist natürlich für ein Land, was teurere Erneuerbare hat als andere Länder und auf Import angewiesen ist, ist das natürlich eine unserer wichtigsten Baustellen. Nächster Slide. Und hier seht ihr, das ist jetzt eine Arbeit, die ist über dieses Jahr gelaufen, zwischen verschiedenen Unternehmen, die interessiert sind im Bereich von Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur. Und wenn ihr da in der Mitte schaut, wo Luxemburg ist, dann seht ihr da so einen ganz kleinen blauen Strich oder blau-grünen Strich. Das heißt, Luxemburg beteiligt sich zurzeit an einem Versuch, eine bestehende Gasleitung, die von Frankreich ins Saarland läuft und dann potenziell nach Luxemburg kommen könnte, um einfach zu schauen, ob es technisch möglich ist, ein bestehendes Gasrohr umzurüsten auf Wasserstoff. Und ihr müsst verstehen, Wasserstoff korrodiert Stahl. Das heißt, ich kann nicht einfach so Wasserstoff in eine Gasleitung machen. Ich muss dann in die Gasleitung innen eine Plastik oder andere Ummantelung
in diesem Gasrohr machen. Und das ist jetzt ein Pilotversuch, um sowas hinzukriegen. Und Encevo, Creos, Luxemburg, Creos Deutschland beteiligen sich an diesem Prozess. Und das andere, was natürlich wichtig ist, und das seht ihr auch auf der Karte, der Wasserstoff, die ersten Wasserstoff-Hochburgen, die werden an der Küste sein, weil an der Küste eben auch der Offshore, der Wind, der im Meer ist, anlandet. Oder eventuell grüner Wasserstoff, der aus Portugal nach Antwerpen oder Rotterdam kommt, oder Wasserstoff, was weiß ich, aus Übersee. Und was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir eine Leitung kriegen nach Zeebrugge, Antwerpen oder Rotterdam, weil das für uns wahrscheinlich die beste Option ist. Und wir haben jetzt durchgesetzt bei dem letzten Treffen der Premierminister von Benelux, dass es in Benelux zwischen Belgien, Niederlande und Luxemburg wird eine extra Arbeitsgruppe eingerichtet, wo Luxemburg dann mit Belgien und Niederlande diskutiert, und ich diskutiere dann eben mit der belgischen Energieministerin und dem niederländischen Energieminister, wie wir ein 100% Wasserstoffnetz aufbauen können in den nächsten Jahren, was dann auch Wasserstoff nach Luxemburg bringen könnte. Gut, und dann bin ich schon durch und ich freue mich auf die Diskussion. Dann vielen Dank für die Präsentation, war sehr aufschlussreich. Genau, vielleicht, Herr Powalla, möchten Sie vielleicht als erstes darauf reagieren? Teilen Sie diese Sicht? Ich sah da sehr vieles, das ich bei Ihnen auch gesehen habe. Wie ist Ihre Ansicht? Ja, ich würde mich erst einmal bedanken auch bei Claude Thom für die Position, die Luxemburg auf europäischer Ebene einnimmt. Also ich habe das schon jetzt öfter mal sehr positiv zur Kenntnis genommen, was so die Definition angeht von Zusätzlichkeit und die Umsetzung von RED II. Also das hilft uns sehr, auch in der politischen Debatte einfach zeigen zu können, es gibt da sozusagen irgendwie sowas wie eine harte grüne Gruppe, wie man immer so schön sagt, die sich wirklich für rein grünen Wasserstoff einsetzt und die jetzt ja auch eine sehr gute Arbeit irgendwie macht, wenn es darum geht zu verhindern, dass eben der atomare Wasserstoff da irgendwie in die Förderung reinkommt. Da würde ich vielleicht gleich mal zurückgeben als Frage, was können wir denn in Deutschland hier machen, um da mehr zu unterstützen? Deutschland hat ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft inne, koordiniert also viele dieser Treffen. Wenn wir als deutsche Zivilgesellschaft da quasi an Herrn Altmaier schreiben, hat das vielleicht eine gewisse Relevanz, aber vielleicht gerne nochmal auch ein Feedback an uns, wie wir da unterstützen können, weil das geht unserer Sicht dann schon in die richtige Richtung, was Luxemburg da macht. Also was wir unbedingt brauchen jetzt morgen und dann eben nächste Woche, ist auch quasi in der deutschen Presse Artikel und Druck von euch, Druck im Bundestag. Die Bundesregierung hat eine für mich teilweise sehr überraschende Pro-Gas-Position und wollte jetzt auch wirklich da diesen Deal machen mit den Atomländern. Ich habe dann selbst auch quasi im Ministerium angerufen. Ich habe zu denen gesagt, also dann kriegen wir definitiv größeren Streit. Und natürlich, Luxemburg alleine hätte da nicht viel bewegt. Und das, was meine Mitarbeiter einfach unheimlich gut organisiert haben über die letzten Wochen. Wir haben Spanien an Bord, wir haben Portugal an Bord, wir haben Dänemark an Bord, wir haben jetzt in Irland einen grünen Energieminister, wir haben in Belgien eine grüne Energieministerin, wir haben in Österreich eine grüne Energieministerin. Wir haben jetzt sogar Lettland, die auf unserer Seite sind. Das heißt, das Wichtige war, dass wir eine relevante Anzahl von progressiven Mitgliedsländern aufgestellt haben. Und dann ist es natürlich für Herrn Altmaier, wenn er uns im Regen stehen lässt, das heißt, wenn wir nicht unterschreiben, dann wird es für die deutsche Öffentlichkeit absolut klar, dass er sich nicht mit den progressiven, eher pro erneuerbaren Ländern
alliiert hat, sondern dass er eine Front gemacht hat mit denen, die bei Gas und bei Atomen sind. Und das war auch die Strategie, dass diese Strategie scheint jetzt zu fruchten, weil die Bundesregierung die letzte Woche, nachdem sie schon ein bisschen sehr weit auf den Atomkurs eingeschwenkt, ja jetzt wieder eine Wende gemacht hat. Und ich hoffe, dass wir das morgen auf Botschafterebene dann festzurren können. Heute Abend, ich weiß noch nicht, wie die Verhandlungen jetzt morgen ausgehen. Aber jede Unterstützung in Deutschland, auch in der öffentlichen Debatte, ist natürlich extrem wertvoll. Ja, da wird noch die Frage gestellt, jetzt präzis zu Deutschland. In Deutschland würde seit Jahren erneuerbaren Energien Steine in die Wege gelegt werden. Wie kann man die Forderungen denn vom BUND in Deutschland realistisch umsetzen? Ja, ich meine, wir haben natürlich eine spezielle Konstellation jetzt in Deutschland, weil wir vermutlich eine schwarz-grüne Regierung bekommen werden. Das ist natürlich auch ein Novum in der Form. Damit wird nicht alles möglich sein, aber es wird natürlich einiges ändern. Und da wird die Erwartung da sein, dass man nochmal ambitionierte Klimaschutzpolitik macht und dass man auf jeden Fall beim Ausbau der Erneuerbaren einige Fesseln auch löst, die bisher da waren. Also wir haben es immerhin auch geschafft, den sogenannten Solardeckel abzuräumen. Also es gab mal eine Deckelung für Solarstrom in Deutschland. Das hätte dazu geführt, dass jetzt quasi keine neuen Solaranlagen mehr installiert worden wären. Das ist immerhin geschafft worden, abzuräumen. Also es gibt verschiedene Dinge, die wir schaffen. Wir haben ja auch einen Kohleausstieg. Es werden jetzt sogar in Deutschland Kohlekraftwerke stillgelegt, die erst vor 6 Jahren gebaut wurden. Also es gibt eine sehr, sehr starke Veränderung. Wir haben einen CO2-Preis. Also ich erinnere mich noch an Aussagen aus dem Bundeswirtschaftsministerium von vor 2 Jahren, wo gesagt wurde, naja, ein CO2-Preis ist eine wichtige Sache, aber das wird erst mit der nächsten Regierung was. Und jetzt haben wir den aber mittlerweile schon. Das heißt, es ist schon relativ dynamisch und wir kommen schon voran mit unseren Forderungen. Wir haben schon das dicke Brett zu bohren, dass es sich in Deutschland eine ziemliche Anti-Stimmung gegen Windkraft durchgesetzt hat. Zumindest, dass es in einigen Regionen sehr massive Proteste gibt, auch von den Rechtspopulisten befeuert, also die eine sehr unheilige Allianz eingegangen sind. Und diese Onshore-Windenergie, die ist natürlich schon irgendwie sehr wichtig auch für den Ausbau der Erneuerbaren, weil das auch sozusagen zum Ausgleich des fluktuierenden Erzeugung. Das macht es sehr schwer, weil wir wollen auch nicht einfach alles sozusagen aufs Meer verlagern. Also wir wollen nicht nur erneuerbare Energien offshore haben. Wir fürchten da schon auch ein bisschen die Ökologie der Meere. Wir haben das sehr stark begrenzt. Das heißt, Wind an Land ist für uns wichtig und wir müssen mal gucken, wie wir da die Barrieren wieder einreißen. Ich halte das nicht für unmöglich. Ich glaube auch, dass wir die Solarenergie mehr in die Städte tragen müssen. Ich finde es immer noch ein Unding, dass in Berlin oder auch in anderswo in Deutschland neue Häuser gebaut werden ohne Solaranlagen auf dem Dach, sodass das einfach nicht Standard ist. So. Und da haben wir auch eine Bewegung, wo wir, sage ich mal, noch neue erneuerbare Potenziale heben können. Umso mehr erneuerbare Potenziale wir hier heben, umso mehr Wasserstoff können wir letztlich auch erzeugen, umso weniger müssen wir importieren. So, das muss schon unser Fokus sein, also sozusagen da eine Wende hinzukriegen, wirklich mit dem Klimakurs wie auch kompatibel ist. Und ich denke, wie gesagt, wir haben nächstes Jahr da große Chancen, auch Schritte voranzumachen. Ja. Okay. Bloß noch eine Bemerkung zur Wortmeldung. Also Sie schreiben hier ganz fleißig alle im Chat, das begrüße ich natürlich, aber Sie können sich auch so zu Wort melden. Es gibt die Funktion blaue Hand heben, da müssen Sie bloß unten auf Teilnehmer oder Partizipant klicken und dann wird wiederum unten oder mittig, mir wird es jetzt nicht angezeigt, weil ich bin Host, aber bei Ihnen ist die Option Handheben. Ich sehe dann, wer sich meldet. Bitte denken Sie bloß wieder daran, nachdem Sie sich zu Wort gemeldet haben, die Hand wieder zu senken, sonst sehe ich nicht mehr, wer als Nächster dran ist. Dann hatten wir jetzt auch drei eher technischen Fragen. Es wird gefragt, wie die Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur in Portugal zurzeit ist. Und es wird auch gefragt, welchen Druck man denn auf solchen Wasserstoffleitungen hat. Die europäische Frage vielleicht, Herr Thomas. Also Portugal hat, warum Portugal? Weil Portugal
die haben jetzt Ausschreibungen gemacht für Solarenergie. Die lagen unter 15 Euro pro Megawattstunde. Einfach zum Vergleich, wir schreiben ja auch in Luxemburg Anlagen aus auf großen Industriedächern. Wir liegen bei 100, 105 Euro pro Megawattstunde. Also Portugal hat den Weltrekord in den niedrigsten quasi Fördersystemen oder Förderpreisen für Solar. Und daraus ergibt sich eben, dass Portugal beim Stand der heutigen Technik eben die Effizienzverluste über die Elektrolyse trotzdem jetzt Wasserstoff herstellen kann zu wettbewerbsfähigen Preisen. Und Portugal hat angefangen auch, ist im politischen Austausch mit den Niederlanden, um eben teilweise, solange es keine Gas- oder keine Wasserstoff- quasi Pipeline-Infrastruktur von Portugal nach Westeuropa gibt, das quasi über Schiffe nach Rotterdam zu bringen. Und wir verfolgen eben diese Diskussionen aufmerksam, weil Portugal wahrscheinlich eines der ersten Länder ist, wo grüner Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen hergestellt werden kann. Und das zweite Land, wo wir als Luxemburg eng verfolgen, ist Norwegen, weil nämlich Polvert teilweise in einer Joint Venture ist mit einem norwegischen Unternehmen, um in Norwegen auch Wasserstoff oder respektiv E-Fuels herzustellen. Und das wäre natürlich für uns auch dann eine gewisse Option. Ne? Spanien ist auch wahrscheinlich das nächste Land. Es gibt jetzt, letzte Woche hatte ich ein längeres Gespräch mit einem Mann, der eigentlich schon seit 10 Jahren wirklich sehr einer der aktivsten ist bei erneuerbarem Wasserstoff. Und der geht jetzt davon aus, dass er in Spanien eben auch in großem Stil Solarenergie macht. Und der arbeitet jetzt mit den spanischen, französischen, teilweise auch mit den italienischen Gasnetzbetreibern, um die zu überzeugen, Teile von, also entweder eine neue Wasserstoffleitung zu bauen oder alte Gasinfrastrukturen zu konvertieren. Also das sind wahrscheinlich, also Skandinavien und eben Portugal, Spanien, das wären die ersten Länder. Und das andere, was natürlich, was wir sehr viel diskutieren, weil wir auch als Luxemburg in der Allianz der Nordseeländer sind, ist eben, wir werden im ganz, ganz großen Stil Offshore-Wind machen. Die EU-Kommission hat das, was wir als Nordsee-Anrainerländer vor 8 Monaten vorgeschlagen hatten, nämlich 450 Gigawatt, also 450.000 Megawatt Offshore-Wind sich als Ziel zu setzen für Europa, hat die EU-Kommission jetzt übernommen. Und das heißt, wir werden riesen Offshore-Windanlagen haben, die Strom an Land bringen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man in Rotterdam oder irgendwo an der Küste große Elektrolyseure hat. Und das ist eben, das ist, würde ich sagen, die dritte große Potenzial, was uns jetzt, wo wir eng verfolgen. Und dann müssen wir sehen, wie das sich ergibt, um eventuell in konkrete Projekte irgendwie mitzumachen in den nächsten Jahren. Okay, danke. Dann vielleicht die Frage des Drucks in der, bei einer Wasserstoffleitung, Herr Powalla. Und dann gebe ich Ihnen gleich noch eine mit auf den Weg. Hier wird gefragt, mit welchen spezifischen Investitionskosten muss man denn rechnen für Elektrolyseure im Jahr 2030, also Euro pro Kilowatt? Also da muss ich gestehen, das kann ich Ihnen so präzise nicht beantworten. Da müsste man mal in die IEA-Studie gucken, was die Kostenparität angeht und die perspektivischen Preise, die da wichtig sind, kann ich Ihnen jetzt so genau nicht sagen. Auch bei dem Druck kenne ich mich jetzt so genau leider nicht aus. Okay. Ich lasse erstmal eine Wortmeldung zu. Herr Liesch, Sie haben sich gemeldet. Bitteschön. Ja, guten Tag erstmal und vielen Dank für die Vorstellung. Das war schon sehr aufschlussreich. Da ich vom Beruf her Elektroingenieur bin, habe ich vielleicht eine technische Frage nur. Es geht mir halt da um die Wirkungsgrade, die hier angegeben wurden. Mein Wissensstand, vielleicht ist aber auch dann nicht ganz korrekt, ist der Wirkungsgrad von der Elektrolyse so um die 60% bei der
klassischen Elektrolyse, wie man sie kennt. Dazu muss man aber auch sagen, dass wenn wir jetzt Strom transportieren wollen über ein Stromnetz, wo, wie Claude Thomas es auch gesagt hat, wenn man jetzt zum Beispiel erwägen würde, aus Portugal Strom nach Luxemburg zu bringen, um hier dann Elektrolyse zu machen, da muss man wissen, dass so ein Stromnetz bestenfalls auch nur einen Wirkungsgrad von 85% hat. Man muss aber vielleicht dann die Wirkungsgrade auf eine Ebene runterbrechen und dieses, oft wird dann from cradle to wheel gesprochen, das heißt, dass man den Wirkungsgrad wirklich von Anfang zum Schluss der Kette berechnet und sich da nicht irgendwo verrennt. Also auch wenn man zum Beispiel Wasserstoff mit einem Schiff nach Rotterdam transportiert, um da wiederum eine Elektrolyse zu machen und den Strom nach Luxemburg bringen, muss man diese gesamten Wirkungsgradkette eigentlich beobachten und nicht nur einzelne Elemente. Sonst hat man vielleicht nachher nicht das, was man sich erwünscht. Ich habe dann aber auch mal gelesen, dass es bei der Elektrolyse einen Forschungsbereich gibt für Hochtemperaturelektrolysen, wo die Wirkungsgrade dann auch deutlich höher sind. Und da habe ich mich doch auch gefragt, ob wir in Luxemburg, weil Claude Thomas auch gesagt hat, dass wir Schwierigkeit haben werden, in Luxemburg autark zu werden. Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn es schön wäre. Aber trotzdem haben wir doch einige Betriebe, die mit sehr hohen Temperaturen arbeiten. Ich denke gerade an ArcelorMittal und weil auch hier auch Leute von Paul Würth dabei sind. Da gibt es doch Wärmequellen, die jetzt eigentlich fast ungenutzt wären. Und dann wäre vielleicht ein Forschungsbereich über diese HTE-Elektrolysen im Zusammenhang mit ArcelorMittal vielleicht auch mal interessant, um zu schauen, ob man da vielleicht nicht trotzdem in einer Nische Wasserstoff herstellen könnte mit einem deutlich höheren Wirkungsgrad als diese 60%. Okay. Danke. Also wenn ich dazu kurz antworten kann, also Georges Liesch, du hast komplett recht. Strom über sehr, sehr lange Distanzen ist auch, also das kann man mal machen jetzt in den ersten Projekten, aber es ist klar, dass wenn wir größere Mengen von grünem Wasserstoff nutzen werden, dann ist der beste und fast einzige Weg ist, dass man eine spezifische Pipeline-Infrastruktur hat, weil das ist auch die am effizientesten ist. Das heißt, in Portugal oder in Norwegen wird grüner Wasserstoff hergestellt und der geht in eine Pipeline und diese Pipeline, die kommt dann bis nach Luxemburg. Und wir nutzen dann hier diesen Wasserstoff in der Industrie, eventuell auf ein paar Tankstellen oder eventuell auch mal in Nahwärmenetzen irgendwie in der Zukunft. Das andere, was du angesprochen hast, Paul Würth, die Start-up, die Paul Würth gekauft hat, oder sich beteiligt hat, ist Sunfire. Und die sind spezialisiert auf Hochtemperatur-Keramik-Elektrolyse. Die hat einen 8-12% besseren Wirkungsgrad als die normale Elektrolyse. Und wir sind auch mit Paul Würth im Gespräch, um zu sehen, ob es irgendwo in Luxemburg Sinn machen würde, etwas gemeinsam zu machen. Ich habe irgendwo einen Ofen stehen, der sehr viel Abwärme hat und nutze diese Abwärme für diese Hochtemperatur, quasi Elektrolyse. Wir diskutieren das. Wir müssen aber auch wirklich das im Detail diskutieren. Ich habe auch die Verantwortung als Minister, dass ich jetzt nicht irgendwo 18, 12 Millionen da in ein Projekt investiere, was nachher nicht die Straße hält. Ne? Das heißt, wir schauen uns das im Detail an. Wenn das Sinn macht, dann ist das eine mögliche Option. Aber ich sage nochmal ausdrücklich, wenn das Sinn macht und für den Rest versuchen wir natürlich Paul Würth da zu unterstützen, wo sie vor Ort eventuell wettbewerbsfähigere Projekte sofort hätten, wie was weiß ich, in Norwegen oder Paul Würth hat ein anderes Projekt in dieser Raffinerie mit HVO. Das wäre dann, also das kann sein, dass das zwar dann nicht auf Luxemburger Territorium stattfinden würde, aber trotzdem, sagen wir, einem Luxemburger Unternehmen, was da unterwegs ist, helfen würde. Und als Minister muss ich ja auch sehen, dass ich das Geld da einsetze, wo es am sinnvollsten ist. Wir haben jetzt eben über Importe, größere Mengen an Wasserstoff, über Wirkungsgrade geredet. Im Chat wird sich eben gerade jetzt die Frage gestellt, ist es denn überhaupt realistisch, dass wir ausreichend grünen Wasserstoff je haben werden für Industrie oder zum Beispiel Flugverkehr?
Das kann man sicherlich nicht so isoliert betrachten, aber denke ich. Naja, man könnte vielleicht dazu sagen, dass das die Zahlen, die ja eben gerade auf dem Tisch sind, dass die nicht realistisch sind. Also ich kenne nur die Zahlen zum Beispiel für die chemische Industrie in Deutschland. Die hat gesagt, sie brauchen 680 Terawattstunden zusätzliche erneuerbaren Strom. Das ist halt mehr als das, was in Deutschland jetzt eh schon für den normalen Stromverbrauch verbraucht wird. Also Deutschland bräuchte allein für die chemische Industrie dann doppelt so viel Strom. So, und so kann man alle Bereiche durchgehen. Also der Verkehr macht das, die Wärme macht das. Sozusagen, wenn man das dann alles summiert, dann kommt man natürlich in ein ganz großes Problem. Und man kommt, es entsteht so viel Druck, dass man vermutlich falsche Entscheidungen treffen würde. Ich glaube, das ist ganz sicher. Und was wir ja eigentlich alle wollen, ist, dass wir die Fehler auch der Bioenergie zum Beispiel nicht wiederholen wollen. Das war ja eigentlich immer so ein bisschen das Credo. Das ist auch der Grund, warum der BUND zum Beispiel immer mitreden darf bei diesen Dingen in Deutschland, weil alle sagen, wir wollen ja nicht dieselben Fehler wie bei der Bioenergie machen, wo dann quasi so dieses Problem Tank oder Teller aufgekommen ist und sozusagen landwirtschaftliche Flächen dann falsch genutzt wurden und so weiter und man heute ja eher die konventionellen Biokraftstoffe wieder zurückdreht. Das heißt, um das aber zu machen, muss man das eher langsam entwickeln und in einem vernünftigen Maße. Und was ich ja auch gesagt habe, man kommt halt sehr schnell dann wieder auf diese Forced Solutions wie Erdgas und wie Atom, wenn man halt die Mengenbedarfe so unrealistisch angibt, dass sie auch nicht mal durch Importe zu decken sind. Denn wir diskutieren, in Deutschland wird auch sehr, sehr viel diskutiert, zum Beispiel über die MENA-Region, Marokko, Tunesien etc., die natürlich sehr viel Sonneneinstrahlung haben, die Flächen haben, die ungenutzt sind. Das ist theoretisch sicherlich richtig, dass da bessere Bedingungen sind für erneuerbare Energien als in Deutschland. Aber man muss sich auch angucken, was ist Marokko für ein Land, was haben die für einen Strommix? Die nutzen auch immer noch sozusagen zum großen Anteil selber Atomstrom. Also die haben diese guten Bedingungen, Kohlestrom meine ich. Also laufen viele Kohlekraftwerke weiterhin und sie könnten ja diese erneuerbare Energie auch vor Ort erstmal benutzen, um ihre eigenen Kohlekraftwerke runterzufahren. Das wäre für den Klimaschutz auf jeden Fall die beste Lösung. Deutschland, das zum Teil, will aber trotzdem da schon mal so ein bisschen die Hand auf den Markt legen und hat jetzt zum Beispiel auch erstmal Geld nach Marokko gegeben. 700 Millionen, dann wird jetzt ein 100 MW Elektrolyseur da aufgebaut. Dieser Elektrolyseur wird aber die nächsten 5 Jahre nur synthetisches Ammoniak für Marokko selber herstellen. Also Deutschland gibt Geld, aber kriegt kein bisschen Wasserstoff zurück. So, und hofft dann irgendwann in der Zukunft, das mal zu kriegen. Das heißt, wenn man diese ganzen hohen Bedarfe definiert und sagt, das muss alles schnell gehen, helfen dann nicht mal die Importe. Und man kommt letztlich dazu zu sagen, wir müssen den Einstieg halt in Europa hinkriegen. Ja, wir müssen das hier sinnvoll entwickeln, Standards setzen, gucken, was können wir jetzt machen und dann entsprechend die Industrien auch anschließen, die es halt brauchen, aber nicht sozusagen top-down riesige Bedarfe sozusagen definieren. Das wird auf jeden Fall ein Fiasko, das ist ziemlich klar. Und da ist es wichtig, glaube ich, dass man das der Industrie auch realistisch kommuniziert. Wenn ich vielleicht einfach dazu noch ein Wort auch sage, das Problem in der aktuellen Diskussion ist, Renovierung von Gebäuden, das ist nicht sehr sexy, das ist aber total wichtig und ist sehr schwierig. Gut, und die Gasindustrie, die mag das nicht. Die Gasindustrie mag auch nicht, dass es jetzt hocheffiziente Wärmepumpen gibt. Und dann ist es natürlich einfacher für die Gasindustrie zu sagen, macht Renovierung ist zu teuer und zu schwierig. Wärmepumpen, na, das ist zu laut. Wartet doch, bis Wasserstoff da ist. Das ist dann eine Lobby. Dann kommt die Automobillobby. Elektromobilität, das kann jetzt ganz schnell gehen. Natürlich ist unser Ziel nicht, dass wir jedes Dieselauto jetzt durch Elektro, also es geht ja um weniger Autos, weniger Autos, weniger Autos, weniger Autobesitz und so weiter und so weiter. Aber trotzdem ist die Elektromobilität ist jetzt möglich. Und die Automobilkonzerne, die das verschlafen haben, die sind alle für Wasserstoff. Weil die natürlich sagen, Leute, es gibt was Besseres. Ein wunderschönes Ding, was das jetzt kommt. Und das ist eben das Problem bei der Wasserstoffdiskussion. Da sind so viele Lobbys unterwegs, das ist komplett unehrlich. Und das ist auch das Schwierige an der Diskussion. Wir brauchen Wasserstoff. Ohne Wasserstoff gibt es kein Zero Carbon. Wir brauchen Wasserstoff in der Raffinerie, in Düngemittel. Deshalb ist dieses Projekt von Deutschland in Marokko macht Sinn, weil du
Düngemittel, das sind 5% der Weltklimaemissionen. Das ist ein Riesending. Und wenn wir Düngemittel jetzt umstellen können auf grünen Wasserstoff, das macht verdammt viel Sinn. Stahlwerke, Richtung Wasserstoff. Aber wir müssen wirklich, wir dürfen nicht quasi mehr versprechen, als haltbar ist. Und ich hoffe, dass der Abend heute, ich weiß ja nicht, mit welchen Erwartungen heute Abend, die ihr alle jetzt hier zugehört habt, aber ich hoffe, dass ihr, also wir müssen das realistisch machen. Und realistisch ist, wir brauchen grünen Wasserstoff. Wir müssen jetzt vor allem die Kosten für die Elektrolyseure runterbringen. Und da finde ich ja auch, das unehrlichste Argument ist ja, dass die Gasindustrie sagt, wir machen jetzt den Türöffner für grünen Wasserstoff. Aber die nutzen ja eine komplett andere Technologie. Gas hat nichts mit Elektrolyseuren zu tun, das hat mit Gas Reforming zu tun. Das ist eine ganz andere Technologie. Das heißt, jede Milliarde, die ich jetzt in Gas Reforming investiere, macht Elektrolyse, die ich ja brauche, keinen Zentim billiger. Das ist Innovation, das bringt überhaupt nichts in der Innovation. Und das ist eben das Schwierige an dieser Diskussion, ist, das ist technisch, das ist kompliziert, da sind viele unehrliche Lobbys unterwegs und deshalb brauchen wir auch Diskussionen wie heute Abend. Und ich bin euch sehr dankbar, Christoph und Blanche, dass ihr das heute Abend organisiert habt. Gerne. wir haben noch eine Wortmeldung. Wir hatten zwei und da hat eine Person den Mut verloren. Bleiben Sie, halten Sie die Hand ruhig oben. Ich versuche immer abwechselnd Fragen aus dem Chat und Wortmeldungen zu nehmen. Aber jetzt wäre es dann an Herrn Dessuro. Ihr Mikrofon ist noch gemutet. Noch im. Jetzt müsste es gehen. Ah, jetzt geht es. Okay, gut. Also ich habe als früheren und auch heutigen Atomkraftgegner richtig Freude gehabt, als ich die Ausführungen von der Atomlis gehört habe, wo wir den Atomlobbyisten im Begriff sind, den Weg zu versperren, damit diese Energie nicht eine Wiederauferstehung erlangt. Und jetzt die zweite und letzte Bemerkung. Es wurde gesagt, dass Effizienz sehr wichtig ist. Wir können nicht einfach zum Teufel komm raus, nur so produzieren. Nein, sparen, vernünftig gebrauchen, denn verbrauchen ist nicht dasselbe wie gebrauchen. Oder wie brauchen. Brauchen nicht ist dasselbe wie verbrauchen. Also, und die Effizienz, nämlich, wenn neue Gebäude gebaut werden, müsste irgendwie eine europäische Direktive sagen, dass da, wenn es Sinn macht und möglich ist, unbedingt Sonnenzellen drauf gebaut werden müssen. Und dann noch was ganz bisschen Witziges. Wir kennen alle noch den früheren deutschen Designer Luigi Colani. Da habe ich einmal in einer Sendung gehört, der hat einen Lastkraftwagen designt, der ist so windschlüpfrig, dass der 40% weniger Energie verbraucht. Wurde aber nie gebaut. Da könnte ich mir vorstellen, dass eine EU-Kommission etwas mehr Druck ausübt, wenn das möglich ist. Und dann müssen wir es doch tun. Das wär's. Dankeschön. Danke für die Bemerkung. Also die gute Nachricht ist, dass das, was Colani vor 25 Jahren designt hat, das wird jetzt passieren. Und zwar als Resultat von einer EU-Richtlinie müssen alle neuen LKWs zwischen jetzt und 2030 30% in der Effizienz besser werden. Und alle LKW-Hersteller, die sind dabei, neue Designs zu machen. Und der wahrscheinlich am weitesten geht, ist einmal mehr Elon Musk, weil Elon Musk nicht nur, also der Vorsitzende von Tesla, weil der nämlich nicht nur jetzt die Windschneidigkeit optimiert von den LKW, sondern auch den Traktor, also die Zugmaschine, optimiert für die Elektromobilität. Ne? Und übrigens müsst ihr wissen, dass
das wahre Erfolgserlebnis von dem Tesla Elektroauto ist, dass Elon Musk von Anfang an ein Auto gebaut hat, was windschnittiger ist als zum Beispiel der BMW i. Ne? BMW hat gedacht, das Problem wäre das Gewicht. Aber Musk hatte recht, weil er gesagt hat, das Wichtigste ist, dass wenn das Auto schneller als 60 oder 70 fährt, dass es dann quasi so effizient wie möglich ist. Gut, und das andere, gut, bei Atom, ich denke, das ist jeden Tag müssen wir da in den Ring. Zurzeit sieht es gut aus. Ich hoffe, dass das so weiterhin so bleibt. Und wir müssen, denke ich, alle verstehen. Heute Abend haben wir den ganzen Abend über Technik geredet. Im Europaparlament war eine meiner letzten Sachen, die ich auf den Weg gebracht habe, das war ein below 2 Grad, also unter 2 Grad Klimaszenario für Europa. Das war 2017, das war das erste europäische Szenario für Europa unter 2 Grad. Das wurde gemacht von Dr. Felix Mattes vom Öko-Institut, der ja in Deutschland recht bekannt ist. 3 Tage vor der Pressekonferenz zeigt er mir dann die Bilder und dann sage ich, Felix, du bist doch gar nicht unter 2 Grad. Da hat er gesagt, ja, und trotzdem hat er alle Gebäude isoliert, überall Solarenergie, Wind an Land, Wind auf See, alle Autos elektrisch. Das heißt, was ist die Message? Die Message ist, um unter 2 Grad zu kommen, brauchen wir mehr als Technologie. Und wir müssen Städte anders planen, Länder anders planen und wir müssen auch ein Stück weit unsere Art und Weise, wie wir leben, anders planen. Dadurch wird das Leben vielleicht sogar noch angenehmer. Eine große Rolle wird auch spielen Landwirtschaft. Landwirtschaft ist 18-20% von der Klimaproblem. Aber natürlich alles, was wir technisch hinkriegen über effiziente Häuser, Solarenergie, Wind, öffentlichen Verkehr, Pkw, die elektrisch laufen, das nehmen wir. Aber insgesamt sollten wir es bewusst sein, dass es braucht mehr als nur die Techniken. Ja, da sind wir halt auch beim Stichwort Suffizienz. Und wie kriegen wir die Menschen mit auf diesen Weg, weil es ja oft mit Einschränkungen assoziiert wird. Ich denke, das ist keine so einfache Frage zu beantworten. Aber vielleicht, das ist ja. Ja, aber ich denke, dass die Technik wird, also die Technik hilft ja auch bei der Suffizienz. Ich habe vielleicht nur ein Beispiel, wenn wir jetzt in Aix-Chiffelange ein neues Quartier planen und in diesem Quartier kommen die Autos eigentlich gar nicht mehr rein, dann habe ich quasi schon, aber ich habe einen neuen Bahnhof, ich habe eine neue Tram, ich habe ein Schnellbussystem, ich habe Fahrrad, ich habe Verleih von Fahrrädern, von Trottinetten und was weiß ich noch, dann schaffe ich ja schon von Anfang an für alle Menschen, die da wohnen werden, quasi eine angenehme Suffizienz. Die brauchen wahrscheinlich selbst keinen Wagen zu besitzen, die dort nachher wohnen. So, ich habe nur eine letzte technische Verständnisfrage hier im Chat. Und zwar, wir hatten vorhin über Methan gesprochen. Das hat vielleicht bei manchen für Verwirrung gesorgt. Es wird sich nämlich gefragt, was ist erneuerbares Methan und was handelt sich da? Kommt das etwa aus der Landwirtschaft oder gibt es da andere erneuerbaren Quellen? Herr Puwala? Nee, es geht explizit nicht um das Biomethan. Es geht um synthetische Erzeugnisse. Das ist halt sowohl bei Methan wie auch bei den Kraftstoffen. Ne? Das ist sozusagen alles synthetisiert. Das sind Kohlenwasserstoffpfade, die dann über entweder sozusagen Methanol-Synthese oder Fischer-Tropsch-Synthese bei den Kraftstoffen gewonnen werden. Also da gibt es immer verschiedene Synthetisierungsformen. Mit biologischen Quellen hat das überhaupt gar nichts zu tun. Okay. So. Dann schaue ich nochmal in all die Gesichter, die ich sehe, und in den Chat. Es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr da, denke ich. Liegt
noch irgendjemandem was auf dem Herzen, das er unbedingt loswerden will oder eine Frage? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier aufhören. Wir sind schon fast 2 Stunden im Gange. Keinen? Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen, bei allen Zuschauern, Zuhörern, die dabei waren, für das Interesse. Wir waren wirklich Momente zu 90 in diesem Zoom. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Herrn Walla sowie auch bei Herrn Turmes für die Vorstellung. Waren sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Wir machen das Video, wie gesagt, demnächst online, morgen oder spätestens am Montag. Euch allen dann einen schönen Abend noch.